grüße euch. Heute würde ich mit euch gern 11 häufig gestellte Fragen wegen Salzwassersystemen durchgehen. Schaut es euch an, da kann man wirklich viel mitnehmen. Ja, stellt sich die Frage, wann ist jetzt zum Beispiel die gezeigte Salzwasseranlage für einen sinnvoll? Die hier, die 26668. Die ist jetzt zwischen, sagen wir mal, 5 bis ungefähr 26 Kubikmeter sinnvoll. Da kann man sie gut einsetzen. Und die gibt es auch eine Nummer größer und eine Nummer kleiner. Und da kurz auf poolpanda.com schauen. Und es gibt auch Kombinationsanlagen. Das sind jetzt Sandfeldanlagen eben mit solchen Salzwassersystemen kombiniert. Das eine basiert auch auf dem 26668 und das andere größere System für eben Pools, sagen wir mal, bis ungefähr 40 Kubikmeter. Das basiert eben auf der 26670. Frage Nummer 2. Wann ist ein Standalone-Gerät und wann ist ein Kombinationsgerät besser geeignet? Ja, das kommt auf eure Vorlieben drauf an, aber auch auf die Frage, habt ihr bereits zum Beispiel eine Filteranlage bereits vorliegen? Wenn ihr eine habt, dann ist es natürlich vielleicht nicht ganz so sinnvoll, sich ein Kombinationsgerät zu holen, weil ihr zahlt ja auch mehr, weil ihr ja die entsprechende Sandfilteranlage mitnimmt. Es ist wiederum dann ganz sinnvoll, sich ein Kombinationsgerät zu holen, wenn man das einfach mag, dass man die Sandfilteranlage und die Salzwasseranlage über ein Kontrollpanel bedienen kann. Der Vorteil ist auch, ihr selber schaltet das mit den Betriebsstunden und die Anlage macht es auch automatisch, dass das Salzwassergerät ein bisschen zeitverzögert anschaltet und dass es auch ausschaltet, bevor praktisch die Sandfilteranlage praktisch zu Ende geht. Und von dem her ist es ein bisschen angenehmer. Insgesamt kommt es aber letzten Endes auf euren Geschmack drauf an. Frage Nummer 3. Braucht man noch Algizid? Ich würde sagen, ja und nein. Und zwar, wenn ihr wirklich absolut blutige Anfänger seid, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, Algizid zu verwenden. Wenn ihr euch schon auskennt, dann braucht das prinzipiell nicht. Woran liegt es, dass man mal Algizid braucht und mal nicht? Und zwar, wenn ihr das Salzwassersystem unter Kontrolle habt, wenn ihr eure Wasserwerte unter Kontrolle habt, wenn ihr einfach sinnvoll mit dem Pool umgeht und einfach keine Fehler macht, dann braucht ihr auf keinen Fall Algizid. Wenn ihr aber jetzt einen gewissen Fehlerpuffer haben wollt, wenn ihr jetzt vielleicht nicht ideale Bedingungen habt, dann erhöht ihr mit Algizid die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einfach keinen Algenbefall bekommt. Von dem her ist es auch ein bisschen Ermessensspielraum für jeden selbst, ob man sagt, man nimmt Algizid. Was noch wichtige Einflussfaktoren eben fürs Entstehen von Algen sind, ist der Pool abgedeckt, ja oder nein? Und wenn ihr eine Solarplane benutzt, habt ihr eine Solarplane, die sehr dunkel ist, wie zum Beispiel die von unserer Poolpanda-Serie, die sind sehr, sehr dunkel, lassen kaum Licht durch. Oder habt ihr eine Solarfolie, wie zum Beispiel die Modelle von Intex, die sehr viel Licht durchlassen, weil Algen sind ja Pflanzen und von dem her, sie betreiben Photosynthese. Das heißt viel Licht, dann haben es die Algen wahrscheinlich ziemlich leicht zu wachsen, wenn gleichzeitig das Chlor fehlt. Und jetzt kommt's. Wenn die Sonne einstrahlt im Sommer, dann habt ihr bei einem steilen Sonnenwinkel sehr viel UV-Strahlen. Diese UV-Strahlen lösen ja Chlor bzw. Natriumhypochlorid an der Oberfläche auf. Wenn eure Pumpe tagsüber nicht läuft, dann kann es ja sein, dass es Zonen in eurem Pool gibt, wo praktisch kein Chlor ist, weil es wird ja nicht von unten wieder Neues nachgeholt. Und dann ist es natürlich so, dass die Algen sich oben durchaus bilden können, weil man hat ja Licht und Zonen ohne Natriumhypochlorid oder Chlor. Und das ist dann natürlich schlecht. Deswegen ist eine Abdeckung natürlich ein ganz wichtiger Faktor, um dafür zu sorgen, dass so oder so keine Algen entstehen. Das nächste ist natürlich der pH-Wert. Ist der pH-Wert zu hoch? Dann nimmt die Effizienz von Natriumhypochlorid oder Chlor sehr stark ab. Und was passiert? Ja, Algen können sich bilden. Also ihr merkt schon, die Reinheit im Pool, die spielt die absolut entscheidende Frage, wenn es darum geht, Algizid, ja oder nein. Ja, Frage Nummer 4. Wird das Poolwasser salzig? Ich würde sagen, nein. Warum? Wir haben hier 3 Promille, die wir hier verwenden sollen. Und im Meer habt ihr normalerweise 3,5%, also das Zehnfache. In manchen Meeren habt ihr sogar noch mehr als 3,5%. Das heißt, der Salzgehalt, der ist so gering, dass man den normalerweise nicht schmeckt und dass man auch normalerweise auch nichts merkt. Es ist einfach nur der Vorteil, ihr habt einfach ein bisschen Salz im Pool. Es ist ganz angenehm. Viele sagen, dass es sich gut anfühlt. Und so sage ich mal, diese negativen Effekte, dass man jetzt salziges Wasser im Mund hätte, die gibt es wiederum nicht. Frage Nummer 5. Wird der Pool überchloriert, wenn man das Salzwassersystem zu lange laufen lässt? Also prinzipiell, wenn das zu lange laufen lässt,
dann ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass der Pool überchloriert wird. Aber ihr sollt ja bitte auch die Empfehlungen aus der Bedienungsanleitung nehmen und dann habt ihr normalerweise kein Problem mit einer Überchlorierung bzw. mit einem zu hohen Gehalt an Natriumhypochlorid. Wenn es sein sollte, dass ihr zu viel Natriumhypochlorid im Pool habt, dann lasst einfach mal die Salzwasseranlage nicht ganz so lange laufen und schon erledigt sich das Problem von selbst. Das nächste ist, manchmal kann man auch gerne nachmessen mit sogenannten Teststreifen. Und zwar nimmt man da einfach den Free Chlorine Wert, also das freie Chlor zu Deutsch, misst den. Und wenn der im grünen Bereich ist sozusagen, dann passt auch alles. Frage 6, was macht die zweite Zelle? Die zweite Zelle ist eine Oxidationszelle. Das heißt, die kümmert sich um den Sauerstoff, der im Poolwasser gelöst ist, und nimmt den her, um die Desinfektionswirkung zu steigern. Also letzten Endes eine unterstützende Sache, die, sag ich mal, nur gut tut, keine Nachteile hat und von dem her prima ist. Ja, Frage Nummer 7. Wenn man jetzt einen Pool hat, wo das Wasser schon eingelassen ist, wo man auch bereits schon Chlor drin hat, muss man das Wasser wechseln? Nein, ganz einfach. Frage Nummer 8. Wie hoch ist eigentlich der Salzverbrauch? Prinzipiell, wenn ihr einmal Salz eingefüllt habt, dann ist es ein Kreislauf, das heißt, aus Kochsalz, Natriumchlorid, wird Natriumhypochlorid. Und das Natriumhypochlorid, das ist relativ instabil. Das heißt, es zerfällt wieder zu Natriumchlorid. Das heißt, durch die Elektrolyse verliert ihr prinzipiell kein Salz. Ihr verliert es nur dadurch, wenn man jetzt im Pool planscht und das Wasser verliert, wenn man mit Sandfeldanlagen Rückspülungen macht. Nur dadurch geht Salz verloren. Das heißt, das, was ihr hier an Wasser verliert und jetzt, sage ich mal, mit neuem Wasser ersetzt, da müsst ihr wieder Salz hinzugeben und das ist der einzige Salzverbrauch, den ihr habt. Also das heißt, es ist, was Salz anbelangt, äußerst sparsam. Frage Nummer 9. Soll ich Cyanursäure verwenden? Also Cyanursäure, die ist dafür da, um Natriumhypochlorid besser und länger verfügbar zu machen. Wenn ihr die Cyanursäure einsetzt, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass einfach alles wunderbar klappt. Wenn er darauf verzichtet, wie es viele tun, soll es normalerweise auch klappen. Aber es ist halt einfach eine Sache von Wahrscheinlichkeiten. Seid ihr Anfänger, habt noch nicht so viel Ahnung und wollt ihr ein bisschen mehr Fehlerpuffer, dann nehmt ruhig Cyanursäure her. Orientiert euch bei der Dosierung an der Bedienungsanleitung von Intex. Und Cyanursäure heißt auch umgangssprachlich bei vielen Herstellern Chlorstabilisator. Übrigens, ich würde euch empfehlen, dass ihr auch mal bei poolpanda.com vorbeischaut. Da haben wir viele Hilfestellungen, viele Ratgeber, viele Tests. Auch ist das Ganze ähnlich wie ein Shop aufgebaut, das heißt, man kann ein bisschen schmökern. Dann haben wir auch sogar einen Pool-Konfigurator, der wird auch ständig erweitert. Eine Pool-Chemie-App wird auch in den nächsten Monaten kommen. Also da gibt es auch immer neue Inhalte und ich würde sagen, das lohnt sich. Frage Nummer 10. Macht ein UV-System zusätzlich Sinn? Ja und nein. Also auch hier ist es wieder so, alles, was Rückenwind gibt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn man Fehler macht, dass der ausgeglichen wird. Das heißt, ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man ein UV-System installiert. Wer aber so oder so den Pool immer reinhält, die Wasserwerte immer korrekt einstellt, der braucht kein UV-System. Interessant ist ein UV-System aber trotzdem aus diversen Gründen. Und zwar Nummer 1, es ist nicht vom pH-Wert abhängig. Das heißt, wenn es euch mal den pH-Wert eine Zeit lang, sagen wir zum Beispiel über 8 schießt, das interessiert das UV-System nicht, das arbeitet trotzdem weiter und tötet natürlich einiges an Kleinstlebewesen ab. Der nächste Vorteil von einem UV-System ist, es gibt sogenannte chlorresistente Protozonen. Das sind so Einzeller oder ja, so Kleinstlebewesen, würde ich sagen. Denen macht Chlor oder Natriumhypochlorid nichts aus. Ist im Regelfall jetzt nicht wirklich dramatisch. Aber wenn man sagt, man ist jetzt 110%ig dabei und möchte, dass halt gar nichts irgendwie hier im Pool mehr lebt, dann ist tatsächlich ein UV-System zusätzlich das Mittel der Wahl. Also hier haben wir übrigens auch so eine UV-Lampe. So ungefähr schaut das letzten Endes aus. Benutzt harte UVC-Strahlung, die eigentlich nur im Weltraum vorkommt und kann durchaus sehr interessant sein. Stellen wir euch mal im gesonderten Video vor. Frage Nummer 11. Wann solltet ihr eigentlich euer Natriumhypochlorid im Pool messen? Naja, umso weniger Erfahrung ihr habt und umso mehr ihr am Anfang steht, dann würde ich sagen, testet häufiger, um auch langsam auch ein bisschen reinzukommen, zu sehen, wie sich das mit diesem Natriumhypochlorid im Pool entwickelt, wie das einfach funktioniert. Tipp, wenn ihr das vernünftig einstellt, wenn ihr einfach die Hinweise in der Bedienungsanleitung befolgt, dann werdet ihr so oder so relativ selten messen müssen, weil dann kommt ihr normalerweise auf einen guten Wert. Ja, stellt sich die Frage, wann soll man eigentlich messen? Also welche Uhrzeit ist sinnvoll? Wichtige Grundvoraussetzung. Bitte sorgt dafür, dass eure Pumpe tagsüber läuft. Warum? Weil vor allem tagsüber ja UV-Strahlung
durch die Sonne in den Pool gelangt. Diese UV-Strahlung löst Natriumhypochlorid auf und ihr habt dann tatsächlich in gewissen Zonen vom Pool keine Desinfektion. Läuft die Pumpe nicht, wird das Natriumhypochlorid nicht verteilt und erstens, ihr messt kein Natriumhypochlorid und zweitens, es gibt auch Zonen, wo halt wirklich Licht herrscht. Gleichzeitig herrscht keine Desinfektion in den Zonen. Das ist natürlich gut für Viren, Algen, Bakterien und Pilze. Also von dem her, da bitte echt Acht geben. Das nächste, messt bitte nicht an der Einlassdüse. Warum? Ja, weil natürlich hier das Natriumhypochlorid relativ hochdosiert in den Pool eindringt, um sich dann eben entsprechend zu verteilen. Das heißt, messt bitte relativ weit weg von der Einlassdüse. Messt einfach mal an unterschiedlichen Tageszeiten. Ihr solltet zu jeder Zeit immer Natriumhypochlorid messen können, wohlgemerkt in genügender Menge. Wichtig, bei den Teststreifen, da müsst ihr auf das freie Chlor schauen. Natriumhypochlorid entspricht freiem Chlor, nicht das Gesamtchlor. Wenn ihr einen Teststreifen habt, der euch nur das Gesamtchlor misst, völlig wertlos. Bei den Intex-Salzwassersystemen, da sind auch Gott sei Dank schon mal zum Start ein paar Teststreifen dabei, die euch freies Chlor messen. Also das noch als kleiner Tipp. Ja, und mit der Zeit werdet ihr immer ein besseres Gefühl bekommen und dann wird es auch mit dem Salzwassersystem wunderbar funktionieren. Ja, einen letzten Tipp habe ich noch für euch. Bitte nehmt die Wartung der Elektrolysezelle ernst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es einfach zu oft erlebt, dass die Leute überhaupt nicht darauf achten. Die Elektrolysezelle, die verkalkt mit der Zeit, verdreckt mit der Zeit. Und dann, was passiert? Manchmal kann man sie eben nicht mehr reinigen, wenn sie zu sehr verdreckt ist. Und dann hat man Salat. Oder, es muss ja nicht immer gleich der schlimmste Fall sein, es kann auch sein, dass einfach die Reinigungsleistung, also die Desinfektionsleistung wirklich in den Keller geht. Und das ist ja nicht der Sinn von dem Ganzen. Also da achtet bitte drauf, schaut euch auch in der Bedienungsanleitung entsprechend an. Macht die Elektrolysezelle sauber, haltet sie in Schuss und dann könnt ihr das Gerät wirklich prima verwenden. Jetzt sind wir auch mit dem Video schon fertig. Das war's auch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ansonsten verabschiede ich mich, euer Poolpanda-Team. Benny hier. Ciao!